Hi, hier ist Marco von Wärmebild24. Wir haben gewartet, wie ihr auch, nicht aufs Ende des Lockdowns, sondern auf die neuen Helion 2 XQ38F und XQ50F. Wir sind einer mit der ersten in Deutschland, die beliefert wurden. Was haben wir gemacht? Natürlich ausgepackten erstmal raus ins Revier und haben erstmal geguckt, was können die neuen Geräte, wie leistungsfähig sind die und wollen euch ein bisschen was zeigen. Werfen wir hier mal einen Blick in den Karton. Was ist da drin? Wie kommt das Ding bei euch an? So sieht's aus. Schöne Tasche dazu, wie immer. Gucken wir auch gleich hier rein. Wo ist das Herzstück? Hier haben wir das Gerät. Super von der Haptik. Neues Magnesiumgehäuse. Schlagfest, absolut wasserdicht. Wie alle Helion-Geräte wird sie geliefert mit dem IPS 7, 6400 mA, ca. 8 Stunden Betriebszeit. Was haben wir noch dabei? Wir haben eine Anleitung dabei, Garantiekarte, 3 Jahre Garantie, wie bei allen Pulsar-Geräten. Wir haben hier die Ladeschale, Netzteil und hier nochmal das USB-Kabel. Und ein, wo ist es? Schutztuch. Zwei Versionen sind erhältlich. XQ38F, XQ50F. Was ist der Unterschied? 38 Objektivdurchmesser, 50 Objektivdurchmesser. Grundvergrößerung bei dem 38er von 3 bis 12-fach. Er, der Allrounder, kann ich im Feld und im Wald einsetzen, habe ein sehr großes Sehfeld, Erkennungsdistanz 1350 Meter. Bei dem 50er große Grundvergrößerung von 4,5-fach. Somit habe ich auf 40 Meter fast kein Sehfeld. Also doch eher ein Gerät für den Feldjäger. Erkennungsdistanz 1850 Meter. Mit Pulsar-typischem Objektivdeckel ausgerüstet. Bei schlechten Witterungsbedingungen kann ich zuklappen, steckst in eine Tasche, klappst wieder auf, kann wieder durchgucken. Was Neues ist die Gummierung hier. Wenn ich mit der Hand durchgehe, habe ich einen super Grip am Daumen. Beide Geräte haben einen internen Speicher, mit dem ich Fotos und Videos aufnehmen kann und meine Jagderlebnisse sofort teilen kann, per WhatsApp zum Beispiel, mit meinen Kollegen. Beide Geräte haben neu ein HD AMOLED Display und mit der Image Boost Technologie der absolute Wahnsinn. Wir waren draußen, ihr seht das beim Rehbild, da war ein Bock im Bast, vielleicht erkennt ihr ihn. Könnt ihr uns ja mal was in den Kommentaren schreiben dazu. Ansonsten findet ihr den Link in der Videobeschreibung zu den Geräten in unserem Shop. Bis dahin, Fuchs kann immer kommen. Weidmannsheil, euer Marco.